Stadt-TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Dieser Film wird Ihnen präsentiert vom Zeltverleih Hartmut Schulz auf dem Lullusfest in Bad Hersfeld und dem Kreisanzeiger Hersfeld-Rodenburg. Der Zug ist angekommen. Und mit dem Zug begrüße ich auch weitere Gäste hier auf dem Bahnsteig, insbesondere den Geschäftsführer des MVV, Herrn Lippe. Herzlich willkommen in Bad Hersfeld. Dass wir die Möglichkeit erhalten, das heute und hier zu machen, nämlich im Rahmen des Lullusfests, eines der traditionsreichsten oder das traditionsreichste Fest in Deutschland überhaupt. Ich glaube, das älteste Volksfest in Deutschland. Und ja, wenn ich mal hier gewohnt habe, weiß man das. Und wir natürlich froh sind, dass wir das in diesem Rahmen heute hier machen. Dann begrüße ich natürlich, und das ist eine Ehre für mich, und weil ich das erste Mal tun, Herrn Feuermeister Rosbach. Das kam bei mir noch nie vor, dass ich den Feuermeister des Lullusfestes begrüßen durfte. Der Kampfzug, der in Nordhessen unterwegs sein wird, mit dabei sein darf, ihn zu taufen und mit dem Namen Bad Hersfeld schmücken darf. Und es war für Herrn Salzmann und mich ganz klar, Herr Bürgermeister, dass wir nicht irgendeinen Stadler-Kantuszug aus dem Pool nehmen, die noch keinen Namen tragen, sondern den, der in diesem Jahr erstmalig zugelassen wurde, als den neuesten, den Kantus zur Verfügung stellen kann, dass er, wir waren uns einig, dass dieser neueste Zug natürlich gerade gut genug ist für den Namen der Stadt Bad Hersfeld. Alles Gute wünsche ich gemeinsam mit einem Attacke! Gemeinsame Aktion. Sehr schön. Kunde überreichen, damit auch die Erinnerung an diese Taufe hier in der Stadt Bad Hersfeld bleibt. Und ich hoffe, sie wird im Rathaus einen Platz finden, Herr Bürgermeister. Prima. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich hab sie alle.